Jetzt geht's los, dass wir auch mal was für unsere Cartoon-Freunde machen. Und zwar bauen wir eine richtige Hausecke voller Cartoon-Häuser, und zwar so ein neues Viertel. Ich habe erst überlegt, noch wo ich den hinbaue, aber bin jetzt dazu gekommen, einfach mir das genau neben unserer Real-Life-Hausecke uns einfach zu machen, ne? Wo wir, sage ich, einen echten Häuser bauen und einfach eine neue Straße oder ein neues Viertel, sage ich mir, nur mit Cartoon-Häusern. Und da fangen wir jetzt aus der Serie an, nah genug. Vielleicht kennst du sie, vielleicht noch nicht, sie ist sehr neu und von daher läuft sie auch gerade nur auf Netflix. Na gut, auf Streamseiten und so kann man sich die auch schon angucken. Aber, naja, sollte man die jedenfalls mal abchecken. Sie ist so ein bisschen Machart wie Rick und Morty. Das hat mich noch ein bisschen interessiert, die dann zu gucken. Und die haben ein schickes Apartment und das wollen wir uns heute mal was sehen. Ich finde auch so eine Ecke passt das ganz gut. Und ich würde mal sagen, nehmen wir uns auch mal ein paar Blöcke zur Hand und basteln's. Für den Start holen wir uns dann erstmal ein bisschen weißen Beton raus, denn glatte Quarztreppen, davon den Block, wie Stufen sind dabei, denn holen wir uns Ziegelstufen, hellgrauen Beton, Dorit-Mauern sind dabei und als Glasscheiben empfehle ich mal wieder die Türkisen, finde ich ganz schick, man kann auch gerne hellblaue nehmen, wenn man möchte und dann holen wir uns noch ein paar Eisengitter raus. Bevor es aber erstmal ans Bauen geht, kommen wir noch einmal zu der Maße an sich für das Gelände, was wir brauchen, um unser Apartment zu platzieren. Ihr seht das hier mal gut schon vormarkiert, was man so benötigen müsste, um sich schick zu platzieren. Einmal von der Länge 35 Blöcke und von der Breite 23 Blöcke. Ihr könnt natürlich noch ein paar weitere Blöcke euch Platz lassen, falls ihr das ein bisschen so originaler machen wollt wie in der Serie. Und zwar hatten die ja so eine kleine Auffahrt, was ich mir, sag ich mal, hier schon so ein bisschen gut dargestellt habe. Ne, und wo dann hinten auch noch ein paar Garagen sind. Die Maße von der Garage und so gebe ich euch nochmal am Ende der Folge, wenn euch das interessiert. Aber dann kommen wir jetzt erstmal zum Apartment. Da geht es immer los, erstmal mit dem Grundriss. Wir nehmen unsere weißen Betonblöcke und ziehen uns erstmal den Grundriss von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke erstmal so hin. Können auch mal zwei nach vorne gehen. Dann lassen wir drei Blöcke Platz und setzen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin und können in der Mitte auch wieder zwei nach vorne gehen. So, die Vorderfront steht schon mal. Jetzt kommen wir mal zu den Seiten. Da gehen wir jeweils nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Blöcke nach hinten. Also haben wir insgesamt 29 Blöcke auf beiden Seiten. Andere Seite können wir das einmal auch nochmal nachziehen. Einfach hier 29, also insgesamt setzen wir eigentlich 28 Blöcke ran, aber insgesamt mit dem vorderen haben wir dann 29. So, jetzt habt ihr zwei Methoden. Entweder ihr macht euch aus, so wie ich das habe, an der Seite macht ihr euch später noch eine Auffahrt hin oder ihr hebt das Gelände um einen Block. Dann könnt ihr da halt die Auffahrt euch machen. Auf der anderen Seite habe ich sowas nicht gemacht. Da machen wir uns natürlich dann einfach noch so einen kleinen Tritt nach oben, falls ihr euch das nicht habt. Da fangen wir einfach von der Rückseite an zu zählen, dass hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke Platz lasst. Ab dem 12. Block könnt ihr zwei nach vorne gehen, eine Reihe freilassen und wieder zwei nach vorne gehen. Guck mal, hier können wir auch gleich unseren Block oder Treppe oder Stufe davor immer hinsetzen. Ne? Das ist der dritte, wenn wir nach oben kommen. Würde ich sagen, machen wir hier auch nochmal so einen Quarzblock hin. Und jetzt könnt ihr einfach mal synchron von der Mitte einmal ausgehen. Gehen wir hier auf die andere Seite. Und zwar mache ich jetzt hier mal einfach mal steil hin, weil ich mir hier ja theoretisch eine Auffahrt mache. Aber ansonsten, falls du es nicht machst, musst du einfach, jetzt habe ich den Block natürlich nicht dabei, so, musst du dann natürlich hier auch nochmal so einen Quarzblock hinsetzen. Können wir eigentlich ja hier mal machen, weil wir ja sowieso jetzt hier keine Auffahrt bauen. Und dann auch hier irgendwas in Grund auf der anderen Seite diesen Tritt machen. Aber nur, wenn du dir keine Auffahrt machst, ne? Dann machst du das. So, auf der Rückseite bleibt es ganz einfach. Mit dem weißen Beton können wir das hier einmal komplett zuziehen hier. Und sobald wir das haben, können wir jetzt das Ganze einmal hochziehen. Und zwar wollen wir jetzt uns, sage ich mal, unseren Grundriss, und zwar meine ich jetzt wirklich nur den Grundriss, das heißt, wir an sich jetzt hier nur dieses Rechteck, alle weiteren Blöcke, die wir jetzt nach vorne gesetzt haben, jeweils hier diese Zweier, die ziehen wir erstmal noch nicht nach oben, die kommen im Nachhinein. So, auf den anderen Blöcken können wir insgesamt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke drauf platzieren, sodass es insgesamt 11 Blöcke ist. Den untersten haben wir jetzt nicht mitgezählt, also 10 Blöcke rauf, insgesamt haben wir 11. Sobald wir das dann hochgezogen haben, auf insgesamt natürlich 11 Blöcke, also 10 noch raufsetzen, so geht es weiter, dass wir erstmal nochmal zu den Seiten kommen. Die können wir jetzt mal abschließen. Und zwar mache ich mir das Gebäude Hauptsache als Deko hin. Ne? Falls du es natürlich gestalten willst, nimm jetzt bitte Türen. Aber ansonsten nimmst du einfach als Deko jetzt einfach ein paar Mauern hin. Finde ich, um, sage ich mal, einfach mal zuzumachen. Ne? Also dekomäßig sehen die Mauern nicht schlecht aus. Von daher mache ich da einfach mal die Dorit-Mauern hin. Und auch als Geländer jetzt hier an den Seiten, falls du dir jetzt hier keine Auffahrt machst, nimmst du einfach Eisengitter. So, auf einer Seite mache ich es mir bestimmt. Also jetzt hier auf dieser Seite würde es mir passieren. Du kannst es natürlich auch
komplett spiegeln, dass du auf der Seite die Auffahrt machst. Kommt darauf an, wie es natürlich bei dir gelegen ist. Aber offiziell, sag ich mal, von der Serie aus ist es auf der rechten Seite. Naja, so, jetzt haben wir da schon mal die Seiten. Jetzt kommen wir mal zur Vorderseite, dass wir auch die Haustüren so ein bisschen basteln. Sind natürlich mehrere Apartments, von daher kommst du da auch mehrere Wohnungen vorne gleich rein. Wir nehmen nochmal unser weißes Betonfliegen mal rein, lassen an der Seite jetzt einen Block frei, setzen uns einen Zweier hin, machen wir auf beiden Seiten, dazwischen auch wieder einen Block freilassen und wieder einmal so einen Block hin. So, die können wir jetzt insgesamt, würde ich mal sagen, machen wir mal auf 5 Blöcke hoch. Ja, das können wir ruhig auf 5 Blöcke hier einmal hochziehen. Komplett die Streben. Und sobald wir das haben, kommen wir jetzt mal zu unseren Quarzsachen. Und zwar setze ich mir Blöcke jetzt hier einmal dazwischen und einmal bis vorne ran hier einfach. Genau hier an der unserer Betonwand. So. Sobald natürlich hier diese Zweier vorne sind, setze ich mir... Du kannst jetzt entweder Stufen dir hinsetzen, wenn du meinst, das sieht schick aus, oder nimmst du Treppen. Beides geht. Such dir aus, was dir besser gefällt. Danach kannst du sogar noch, denn hier einfach dir den Weg natürlich zu deinen Bürgersteig machen. So, bei mir habe ich dann noch so 3 weitere Blöcke, bevor es im Bürgersteig liegt. Kannst aber auch komplett gleich dran bauen. Ne? Ist halt so Sache, wie du es halt gerne haben möchtest. Naja, so, jetzt kommen wir noch dazu, dass wir es hier auch wieder erstmal zubauen. Das heißt, wir nehmen mal unsere Mauern. Und ich nehme jetzt einfach mal als Deko halt, um mir das halt so zu verkleiden, einfach meine Mauern als Türen. Du kannst auch gerne dir natürlich eine Tür hinbasteln, oben Treppe hin, dann sieht das genauso schick aus. Aber wenn es als Deko ist, finde ich, sieht das ein bisschen besser aus. So kann auch nicht jeder, der auf deinen Server kommt, in das Haus reingehen und sehen, das ist leer. Weil die Türen sind sowieso zugemauert und daher kommt ja keiner rein. Egal. So, weiter geht's jetzt damit, dass wir jetzt hier eine 5-Schicht uns einmal raufbasteln. Und das ist natürlich jetzt hier einmal die Decke. Sobald wir die Decke dann hier drauf haben, geht es an die Zweier vorne ran. Da setzen wir nochmal 1, 2, 3, ups, warte mal. Also 3, 4, 5, 6 Blöcke rauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke rauf. So, das können wir hier einmal bis hier zur Deckenschicht uns einmal hier so zuziehen. An den Seiten platzieren wir jeweils nochmal einen weiteren Block und können jetzt dahinter die letzten 4 Blöcke hier auch nochmal einmal komplett zuziehen. So, wunderbar. So, wer möchte, kann auch hier schon mal gleich eine steinzige Stufenschicht mal dazwischen platzieren. Die kommt da sowieso hin. Und dann setzen wir hier vorne nochmal entweder mal... machen wir komplett dicht. Hier nochmal 3 Stufen noch von unserem Quarz einmal darunter. Ja, sobald wir es jetzt geschafft haben, kommen wir jetzt schon dazu, wieder unseren weißen Beton zu nehmen und mal oben uns so ein paar Zinnen zu basteln, so wie es der da drüben schon sieht. Wir fangen einfach am besten in den Ecken an, dass wir hier einfach zack so einen Winkel uns reinsetzen. Einfach so 3 Blöcke, das können wir schon mal auf jeder Ecke machen. Ihr wisst, Massenarbeit ist immer die schönste Arbeit. Oh, da haben wir hier in jeder Ecke so ein 3 Blöcke hier nochmal rauf. Und dann kommen wir erstmal, würde ich mal sagen, zu den Seiten. Die Seiten sind komplett synchron. Wir fangen auf der Rückseite mal an, würde ich mal sagen, dass wir auf der Rückseite anfangen. Und da lassen wir jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke Platz. Ab den 8. Da müssen wir nochmal gucken, 7, genau. Ab den 8. setzen wir hier so ein 2er hin. Dann lasst ihr 3 Blöcke Platz. Setzt wieder ein 2er hin und dann lasst ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz. Ab dem 7. und 8. setzt ihr wieder so ein 2er hin und sollten wir hier 3 haben. So, wir machen es nochmal auf der anderen Seite andersrum, falls wir vorne anfangen. Also wir haben hier unseren 2er, 3 Blöcke Platz lassen, 2 hin. Dann lassen wir 6 Blöcke Platz. Ah, das sind jetzt 5. So, 6 Blöcke Platz lassen, wieder 2er hin. 3 Blöcke Platz lassen, 2er hin. Ja. Und dann haben wir hier 7 Blöcke und sind hinten perfekt dran. Sobald wir das jetzt auf beiden Seiten haben, kommen wir noch zur Vorder- und Rückseite. Da lassen wir an der Seite insgesamt 4 Blöcke Platz. Und dann können wir hier uns so eine komplette Strebe hinziehen. So, 4 Blöcke Platz lassen. Und darauf machen wir wieder 3 Stufen hin. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. Also 4 Blöcke Platz lassen, Strebe hin, zur anderen Seite auch 4 freilassen. Und 3 Stufen rauf. So, auf diesen Zwischendingen, die wir jetzt hier noch frei haben, setzen wir einfach unsere, steinzige Stufen. Die können wir einfach dazwischen uns einmal langziehen. Okay, sobald wir es dann fertig haben mit unseren, Ziegelstufen, kommen wir mal zu unserem hellgrauen Beton. Das soll meine Decke werden oben, oder das Dach eher gesagt. Das heißt, ihr schnappt euch einfach die grauen Betonblöcke und zieht hier einfach mal das komplette Dach damit mal zu. Sobald wir es erledigt haben, das Dach hier oben einmal zuzuziehen, kommen wir jetzt mal zu der Aufgabe, unsere ganzen Fenster uns mal reinzuhauen. Und das ist wirklich eine harte Aufgabe, besonders an der Seite, weil da ganz viele Fenster sind. So, kommen wir erst zum leichten Schritt, Vorder- und Rückseite. Das geht am fixsten, von da machen wir das. Also, Glasscheiben zur Hand und dann fangen wir erstmal auf der Vorderseite an. Wir lassen unten und an der Seite 2 Blöcke Platz und dann schlagen wir uns hier ein Dreier-Fenster einfach mal rein. Da könnt ihr auch gerne immer gleich schon mal eure Glasscheiben einmal drin platzieren. So, schickele. Darüber lassen wir 2 Blöcke immer Platz und dann setzen wir uns einfach mal hier so ein Zweier hin, also so ein 2x2 Fenster. Da würde ich mal an der Seite einfach mal 3, oder warte mal, wir machen das eher anders, dass wir auf beiden Seiten 2 machen. Und dann können wir hier einfach mal unsere Glasscheiben wieder reinsetzen. So, das machen wir nochmal auf der anderen Seite. Also, 2 Blöcke unten und oben freilassen. So, dann kommt hier unser 3x3 Fenster rein, 2 Blöcke drüber Platz und wieder unser 2er Fenster rein.
So. In der Mitte hier richtet man euch so ein bisschen von diesen Steinziegelstufen. Darüber dann einfach zack, hier nochmal zwei kleine Fenster beim Reinhauen. So, Glasscheiben natürlich nicht vergessen. Und dann haben wir schon mal die Vorderseite fertig. So, mehr Fenster kommen vorne nicht hin. Gehen wir mal auf die Rückseite und setzen da auch noch ein paar hin. Auf der Rückseite ist es noch ein bisschen einfacher. Wir fangen wieder an der Seite an. Wieder zwei Blöcke an der Seite und unten freilassen. Jetzt schlagen wir ein 2x3 Fenster hier rein. Lassen zwei Blöcke Platz und nochmal so ein einer, ups, so ein einer Dreier einfach mal reinhauen. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. So, zwei Blöcke Platz lassen, 3x2 Fenster, dann wieder zwei Blöcke freilassen und wieder so ein Dreier Fenster, ne? So, darüber richten wir uns komplett, lassen zwei Blöcke Platz. Hier können wir dann so ein 2x2 und hier ein 1x2 einfach mal drüber hauen. So, andere Seite synchron einfach mal mit. Und danach müssen wir nur noch die Glasscheiben einmal reinsetzen. Schick, so sieht es gut aus. Jetzt kommen wir zu dem schwierigen Teil, und zwar sind jetzt die Seiten dran. Da haben wir wirklich viele Fenster, von daher fangen wir einfach mal schön an. Wir fangen erstmal unten an, arbeiten uns dann nach hinten weg und dann geht es in die nächste Etage und dann von hinten nach vorne arbeiten wir. So, dann fangen wir vorne einmal an, wir lassen zwei Blöcke wieder Platz, dann schlagen wir wieder ein 2x3 Fenster rein, lassen drei Blöcke Platz und einmal nochmal das gleiche Fenster. Dann lassen wir wieder zwei Blöcke Platz und schlagen jetzt einfach mal so zwei kleine Fenster mal rein. Die sind einfach ein Block niedriger. Und dann haben wir noch zwei Blöcke Platz und sind hier bei unserer Tür. Von der Tür lassen wir dann drei Blöcke Platz, schlagen uns wieder ein 2x3 Fenster rein, sodass wir unten noch zwei Blöcke haben. Lassen wieder drei Blöcke Platz und wieder so ein 2x3 Fenster. Und sollten perfekt noch hier zwei Blöcke haben. So, jetzt geht es höher, nur dass wir hier die nächste Ebene machen. So, genau über dem Fenster lassen wir halt zwei Blöcke Platz, 2x2 Fenster rein, genau hier auch wieder das gleiche Spiel. So, dann lassen wir an sich zwei Blöcke Platz, schlagen ein Zweierfenster rein, einen Block Platz lassen, wieder Zweierfenster. Und ihr seht, die Tür ist genau unten in der Mitte. So, jetzt gehen wir weiter. Wir lassen wieder zwei Blöcke Platz, dann ein 2x2 Fenster, zwei Blöcke Platz lassen und wieder ein 2x2 Fenster. Dann lassen wir wieder zwei Blöcke Platz, schlagen einen weg, einen da lassen, einen weghauen. So, und das sind schon mal die Fenster auf der einen Seite und die wollen wir synchron nochmal auf der anderen Seite machen. Okay, es ist viel, wir schaffen es aber, von daher gehen wir es nochmal an. Wir fangen wieder vorne an, arbeiten es nach hinten weg und wieder in die nächste Etage geht es dann weiter. So, fangen wir vorne an, zwei Blöcke Platz lassen, wieder ein 2x3 Fenster rein. Dann lassen wir wieder drei Blöcke Platz, wieder ein 2x3 Fenster einfach mal reinhauen. Dann lassen wir zwei Blöcke Platz und hauen jetzt hier zwei kleine Fenster rein. So, sind wir bei der Tür angelangt. Von der Tür aus lassen wir wieder drei Blöcke Platz. Dann kommt wieder unser großes Fenster 2x3. Drei Blöcke Platz lassen und wieder das gleiche Fenster rein. Richten uns jetzt von diesem Fenster wieder darüber aus. Zwei Blöcke Platz lassen, kommt hier wieder das 2x2 Fenster rein. Bei dem hier genau das gleiche Spiel. So, jetzt kommt unten unsere Tür. Das heißt, wir machen jetzt hier dazwischen einfach nochmal zwei kleine Fenster rein, ne, dass die Tür da perfekt in der Mitte ist. Dann machen wir jetzt hier wieder ein 2x2 Fenster, nachdem wir zwei Blöcke Platz lassen. Ja, das machen wir eigentlich nochmal. Über diesem Fenster auch wieder so ein 2x2 Fenster. Lassen zwei Blöcke Platz, dann wieder ein Zweier rein, einen da lassen, ein Zweier weg. So, wer möchte, kann da jetzt auch wieder die Glasscheiben einmal reinsetzen. Ja, dass dann hier wieder alles zu ist. Aber ich werde mir jetzt die Arbeit sparen, weil ich das Haus ja sowieso gleich wieder wegreiße. Weil ich habe ja schon das Original. Ja, jedenfalls, wenn man denn die Fenster so fertig hat und sie dann, sag ich mal, auch mit den Glasscheiben so fertig verkleidet hat, kannst du natürlich noch eine weitere Sache machen. Und zwar, ich habe mir jetzt mal kurz den türkisen Zement rausgenommen, weil ich finde, das ist einfach der beste Block, um das Häuschen damit auch zu verkleiden. Und zwar, wenn ihr dann einfach dahinter, ja gut, da müssen wir ein bisschen drauf achten, weil wir ja Glasscheiben haben, dass wir die Blöcke nicht genau dran platzieren, sondern wenn du es natürlich als Deko dir machst, da einfach türkisen Zement dir dahinter machst, ne, damit man da nicht so reingucken kann, sieht ganz schick aus, besonders hier beim Vorbau seht ihr das ganz gut. Naja, ist nur so eine Idee immer für mich, wenn, sage ich mal, so ein Gebäude halt mehr als Deko dient als zum Nutzen. Aber das kann man halt machen, ne? Glasscheiben rein, verkleiden, am besten mit Türkis, kannst auch gerne Schwarzbeton nehmen oder blauen Beton, ne? Was halt immer so ein bisschen am besten gefällt. So, eine Sache gibt es noch, die ich euch noch mitgeben kann. Und zwar hat das Haus auch eine Nummer. Und zwar können wir hier einfach mit einem Schild mal einfach die Hausnummer 8306 mal raufschreiben. Weil das ist genau die Hausnummer aus der Serie, ne? Dass wir die einfach mal mitnehmen. Und dann kommen wir natürlich nur noch zu diesen kleinen Bonussachen, die man, sag ich mal, noch zum Häuschen, sag ich mal, machen kann. Zum einen, ihr seht ja hier, kann man sich ein bisschen Gestrüpp nach vorne platzieren, ne? Das kann man immer gerne machen mit ein paar Blättern. Auch hier an der Seite komplett, ne? Ich sag mal, hier auf der einen Seite habe ich ja meine Straße an sich. Und da dachte ich auch, das passt ja ganz gut. Ne? Hinten noch so ein Seiteneingang, ne? Mit diesem Tritt nach oben. Wie gesagt, das macht ihr halt aber nur auf der Seite, wo ihr, sag ich mal, denn auch, sag ich mal, die Straße habt, ne? Und nicht eure Auffahrt euch so ein bisschen macht. Denn zur Auffahrt komme ich jetzt. Und zwar fangen wir nicht hinten an, sondern auf der Vorderseite. Und zwar machen wir das genau einfach glatt hier einfach mal am Haus ran. Ich habe das einfach mal mit Stufen hier so ein bisschen gemacht. Meine Auffahrt hat eine Breite von insgesamt 5 Blöcke. Und gehe nochmal weiter zur Seite, so etwa 3 Blöcke. Da mache ich den Erde hin.
Ne, so, dass ich bei diesen drei Blöcken dann einmal hier meinen Zaun hin machen kann. Auf der anderen Seite müsste sie natürlich das noch ein bisschen terraformen. Das wird sie sowieso bei mir anpassen, wenn das nächste Haus hinkommt. Dann kann man es dann noch ein bisschen besser anpassen. Aber erstmal notbedürftig einfach so ein paar Reihen Erde hin. Dann passt das. So, an sich zieht sich dann die Auffahrt bis einmal hinter unserem Apartment. Und hinten im Apartment sind natürlich noch ein paar Garagen dafür. Ich habe das jetzt hier bei viel belassen. Ich weiß nicht genau, wie viele Garagenplätze, sag ich mal, das Apartment hat. Das hat man nicht so genau gesehen. Aber ich denke mal, vier, die sollten ausreichen. Ne? Wenn eine Garage will, der kann dann eine haben. Und die Garage ist ganz simpel aufgebaut. Kommen wir erstmal natürlich zu der Maße. Wir haben hier eine Maße von insgesamt 7 Blöcke. Und eine Länge, ja gut, Länge kannst du entscheiden, wie du willst. An sich habe ich immer 3 Blöcke Platz gelassen zu jeder Garage hier an sich. Ihr seht es ja hier. Abteilung, das kannst du halt hier so lang strecken, wie du möchtest. Ne? Und bei der Höhe, ganz einfach gesagt, 5 Blöcke. Oder sind das hier 5 überhaupt? Muss ich mal selber hier nochmal gucken. Aber nee, Quatsch, sind nur 4 Blöcke. Also 7 in der Länge, 4 in der Höhe und Länge, so viele Garagen, wie du brauchst. Beim Dach auch ganz einfach. Hier an der Seite erstmal angefangen mit 2 Stufen so untereinander. Dann Treppe, Stufe, Treppe, Block. Und darunter halt einfach dann hier mir das angepasst mit Stufen und Treppen. Ja, und schon habt ihr auch eine Garage hinten, wenn ihr euch eine basteln wollt. Natürlich könnt ihr auch noch gerne euch das Dach verzieren. Ja, könnt ihr euch das dann noch ein bisschen, sag ich mal, verzieren mit ein paar Dekosachen, ne? So ein paar Lüftungsanlagen oder sonstiges. In der Serie sah man leider nicht genau, was da oben drauf ist. Und da habe ich mich einfach mal ausprobiert, mal versucht, so ein paar verschiedene Ansichten euch hier mal zu bieten, wie man, sag ich mal, sich ein bisschen was drauf platzieren kann. Ja, irgendwelche Lüftungsanlagen, ne? Die funktionieren zwar in Minecraft ja sowieso nie, aber als Deko finde ich das immer schicker, als wenn man, sag ich mal, sich das einfach so ein bisschen kahl lässt. Und daher kann man sich da immer gerne ein bisschen was platzieren. So. Und wo ihr euch das hinsetzt, ob ihr das noch ein bisschen mehr macht, so ein paar Schornsteine oder Lüftungsanlagen, pipapo, könnt ihr euch platzieren, wie ihr wollt. Einfach hier so ein paar schöne Ansichten, damit ihr vielleicht einen kleinen Anreiz habt, euch da vielleicht auch noch oben was drauf zu machen. Unser Cartoonhäuschen steht, naja, ist nicht wirklich ein Cartoonhäuschen, eher mehr ein Apartment, aber in der Ecke so zum Start finde ich das ganz gut, das passt halt schön hin. Auch mit den Garagen hinten muss man mal gucken, ob man sich sowas noch dazu basteln möchte. Ich kann es euch nur empfehlen, sieht nicht schlecht aus. Und naja, für den Start ganz recht. Ja, dann haben wir das Häuschen oder das Apartment jetzt fertig von der Sendung oder von der Serie nah genug. Ne? So heißt es ja. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was das nächste kommt. Ich sitze ja noch ein bisschen am Hochhaus, das wollen wir auch einrichten. Da muss man natürlich noch ein bisschen planen, wie ich mir das machen will. Aber daran sitze ich, das wird diesen Monat definitiv kommen. Ich hoffe noch diese Woche, aber naja, ich will nichts versprechen. Na gut, ansonsten bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.